herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und mein heutiger Gast ist der Massimo Galizioli. Massimo, ich begrüße dich ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Ja, vielen Dank, Christoph. Schön, dich wieder mal zu sehen und zu hören. Ist auch für mich eine Ehre. Danke. Die Ehre ist ganz meinerseits, Massimo. Freut mich auch, dass ich dich hier wieder über Zoom halt eben sehen kann. Du bist ja da, glaube ich, im Raum Bern. Ist das richtig? Ja, ich bin in Solothurn. Solothurn, ja, okay, gut. Ja, genau, ja. Bei Solothurn zu Hause, also genau. kleines Städtchen in der Schweiz. Genau, das ist super. Aber schön, ruhig und schön, also inspirierend. Inspirierend, ja, das ist doch sehr, sehr schön, super. Massimo, du bist ja heute Export Sales Manager bei der Havido AG. Und warum habe ich dich ausgewählt? Und zwar nicht nur das, weil wir uns natürlich kennen, sondern weil du natürlich auch eine interessante Karriere hingelegt hast, glaube ich, ursprünglich mal so vom Montagechef Sanitär und heute eben Sales Manager im Export. Und irgendwie so, glaube ich, der technische Verkauf scheint so eine Art roter Faden zu sein in deinem Lebenslauf. Und aber zu dem kommen wir sicher jetzt dann noch. Ich möchte auch gerne die erste Frage stellen. Und zwar, stell dir vor, du könntest heute einen Bericht schreiben über deinen Lebenslauf. Und jetzt gilt es natürlich, eine Überschrift zu finden. Wie würde diese lauten? Oh, da gibt es natürlich viele, wo ich da nehmen könnte. Aber ich habe immer zwei, wo so ein bisschen Vorrang haben bei mir. Die erste ist ein Lebensmotto, also nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Das ist so mein Motto, lebenslang, hat auch mit Wasser zu tun. Und die zweite könnte man sagen, der American Dream made in Switzerland, kann man eigentlich sagen. Weil so nicht gerade vom Tellerwäscher zum Millionär, aber immerhin von schlechten Schüler durch doch eine Top-Position. Also. Ja, cool, spannend. Super, vielen Dank. Das ist noch, also nur tote Fische schwimmen mit dem Strom und American Dream made in Switzerland. Das ist doch mal lässig, super. Jetzt, ja, führ uns vielleicht nochmal ganz zurück an den Anfang von dem Strom. Was hast du mal ursprünglich mal gelernt? Ja, ursprünglich habe ich mal Sanitärinstallateur gelernt. Das war damals noch ein echter Beruf mit allem drum und dran, mit eben Gewinde schneiden, löten, schweißen. Da musste man alles können, sagen wir mal so. Und ja, ich als schlechter Schüler, als Secondo, also zweite Generation in der Schweiz, meine Eltern sind beide Italiener, die konnten mir damals ja nicht so wahnsinnig helfen, irgendwie in der Schule, also ja, habe ich mal angefangen, diese Lehre zu machen und als Sanitärinstallateur dann, ja, sagen wir vielleicht fast 13 Jahre lang gearbeitet und dann doch irgendwann das Gefühl gehabt, das kann es nicht sein, es muss doch weitergehen. Und dann kam Mitte 90er Jahren, kam eben diesen Hype, man hat nie ausgelernt. Und das war wirklich so, also von da an hat mich mein Leben wirklich voll ins Lernen und doch in Streben an bessere Positionen und an besseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und so hat es angefangen, also als echter Sanitärinstallateur auf dem Bau bis jetzt, also immer noch, du hast vorhin gesagt, eben mit einem Leitfaden, technisches Verkaufsflair. Ja, gehört dazu, aber der Leitfaden eigentlich ist das Element Wasser. Das hat mich immer sehr fasziniert, das ist ein spezielles Element und das hat mich eigentlich immer auch mit begleitet, sage ich mal. Okay, super. Ich meine, du hast jetzt gerade gesagt, es hat irgendwie so eine Energie gegeben, die dich dann nach vorne hingetrieben hat irgendwo. Gab es auch da Weiterbildung oder Ausbildung, die dich da vor allem motiviert haben, etwas zu machen? Ja, die erste Ausbildung, die war dann immer noch auf dem Beruf von Sanitärinstallateur eben zum Montagechef Sanitär. Das ist eigentlich ein Vorarbeiter oder Polier, wenn man so will. Das war der erste große Sprung, wo man sagt, ja, da habe ich mich wirklich ins Zeug gelegt, 2 Jahre lang gelernt und dann eine gescheite Prüfung abgelegt und dann hat man das Gefühl gehabt, so jetzt
jetzt bin ich wieder ein gemachter Mann und ich bin wieder angekommen, da wo ich will. Ich suche mir jetzt dann irgendwann einen Job als eben Vorarbeiter im Installationsbereich. Aber das kam nicht so. Es kam dann eben der Verkauf, hat meine Wege gekreuzt. Also ich bin dann von der ersten Firma, meine Lehrfirma, mit dieser ersten Ausbildung, bin ich dann zu der zweiten Firma getreten, ein kleiner Handelsbetrieb in der Schweiz, so mit 10 Leuten, also wirklich familiär betrieben. Aber da musste ich, da kam ich in Kontakt eben mit Verkauf und Einkauf. Und das hat mich dann fasziniert, eben diese Materialien auch anbieten zu können als Fachmann, weil ich habe ja als ein Fach, ich habe fast 14 Jahre lang auf dem Bau gearbeitet, also konnte ich sehr wohl darüber berichten, welche Materialien sich eignen und wo und wie und mit dieser Berufsbildung sowieso. Und dann kann eben wieder die Frage, ja, du machst jetzt da einen Innendienstleiterjob, das heißt, du kaufst ein, du verkaufst, du verhandelst, du machst Offerten, damals noch mit Schreibmaschine, wohlverstanden. Ja, und diese Angebote und alles drum und dran, und ich hatte eigentlich keine große Ahnung von Kaufmännischen. Und deswegen hat mich das dazu getrieben, auch eine technische Kaufmann-Ausbildung zu machen. Das gibt es in der Schweiz, aber das ist sehr wohl auch bekannt im Ausland. Eigentlich ist es eine kaufmännische Ausbildung für technische Berufe. Und das hat mich dann noch geholfen, weiterzukommen natürlich, weil da kam Marketing, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und solche Dinge dazu, die ich vorher vielleicht nur so gefühlsmäßig mal damit zu tun hatte. Und jetzt war es eben an der Zeit, auch kaufmännisch sich auszubilden. Diese zwei große Ausbildungen habe ich dann bis daher gebracht, wo ich jetzt bin eigentlich. Okay, sehr, sehr gut, super. Und wie hat sich das dann wirklich entwickelt? Also das Wasser hatte ich hier, das ist so ein bisschen der rote Faden, wenn man so will. Genau. Und aber wird sich dann deine berufliche Laufbahn dann tatsächlich dann weiterentwickelt? Ja, das war so dann eben diesen Handelsbetrieb, das war halt nur ein Familienbetrieb. Schön, weil man wirklich, alle Berufsgattungen, was im Verkauf, eben mit Einkauf und Verkauf, Lagerhaltung und alles diese Dinge zu tun hat, gelernt hat. Aber die Ressourcen waren halt, sage ich mal, sehr, sehr beschränkt. Und da kam ich durch ein Gespräch mit einem damaligen Verkaufsleiter in der Region Bern von einer großen Firma mit roten Überschrift. Sehr bekannt, also vielleicht kann man den Namen auch sagen. Das, ja, sicher. Glaube ich, kein Problem. Das ist die Hilti. Die Hilti Schweiz hat mich damals dann aufgefordert und eben so quasi ein bisschen aus der Reserve gelockt. Du kannst doch ins Außendienst, du kannst doch viel mehr als nur da im Büro zu hocken. Und irgendwie diese Angebote mit der Schreibmaschine zu schreiben, das kannst du, du schaffst das. Und dann habe ich diesen Job angenommen. Ich bin dann das erste Mal ins Außendienst für diese Firma und auch wieder für Sanitärinstallateure hauptsächlich. Diesen Trade habe ich dann betreut in der Region Bern und Solothurn. Und das habe ich dann mit sehr viel Freude gemacht, weil auch intern wieder ganzen Haufen Ausbildungen dazugekommen sind, wo dann auch persönlich geholfen haben, sich zu entwickeln. Und und das war auch die Firma, die mich das erste Mal ins Ausland eigentlich befördert hat. Ich durfte dann fast fünf Jahre lang im schönen Südtirol Verkaufsleiter sein und mithelfen, die Hilti Italien zu entwickeln. Praktisch was verkaufstechnisch als Trainer und Corporate Identity, natürlich Corporate Design, hat man dann auch eingebracht. Die ganzen Autos wurden dann alle zusammen beschriftet, alle Leute wurden dann auch ausgebildet im modernen Verkauf und so. Das hat mir recht viel Freude bereitet. Einen gewissen Teil haben wir zusammen noch
bestritten in Italien, das war die Einführung von SAP. Genau, da haben wir uns ja kennengelernt letztlich. Genau, da haben wir uns kennengelernt, ja, genau. Das war auch so eine Challenge in Italien, aber ich glaube, heute sind sie recht froh, dass das eigentlich so läuft. Und ja, da konnte ich nochmal einen Haufen Ausbildung, Management-Ausbildungen machen. Das war natürlich für mich sehr toll, auch in einer Fremdsprache endlich mal Ausbildung zu machen, weil, obwohl ich Italiener bin, es war für mich trotzdem eine Fremdsprache in Italien, weil, ja, in der Schweiz geboren und aufgewachsen, da wusste man halt nur die Grundsachen, also Pasta, Sugo, Mangiare, Vino und so. Und das war auch eine riesen Challenge, eben richtig Italienisch zu lernen, zu schreiben, zu lesen und eben diese Management-Schulungen durchzumachen und diese Ausbildung zu genießen in Italien. Das war sehr, sehr, sehr gut. Ja, und dann kam ich wieder zurück in die Schweiz, habe ich noch 2 Jahre bestritten bei der Hilti Schweiz als Key Account Manager, habe dann aber gewechselt in eine regionale Firma, die von Roll Hydro, also die Firma ist über 200-jährig, die ist dann auch wieder im Wasserbereich tätig, also sie produzieren Rohre und Hydranten und Armaturen für die Wasserversorgungen. Und da durfte ich den damaligen CEO, Herr Euberger Ivan, hat mich dann damals eingestellt, auch als Außendienst. Ich wollte die Materie wirklich von Grund auf lernen, also habe ich mal 2 Schritte zurückgemacht und habe es dann doch geschafft, bis in 7 Jahre in die Geschäftsleitung zu kommen und habe da dann trotzdem wieder gewechselt zu meinem jetzigen Arbeitgeber, die Havle-Gruppe, Havle Schweiz und Havido, eben diese Havido AG, das ist ein Teil dieser Havle-Gruppe. Wir produzieren Regelventile und vertreiben die dann nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Und mein jetziger Chef ist eben mein damaliger Chef bei der Von Roll. Und so haben sich halt diese Wege wieder gekreuzt. Ah, okay. Gut, sehr, sehr gut, super. Ja, gratuliere, da hat sich ja wirklich etwas getan. Super, sehr, sehr schön. Und jetzt bist du heute bei der Havido. Für was steht eigentlich Havido? Das ist ja irgendeine Abkürzung wahrscheinlich. HAW ist für Havle wahrscheinlich. Genau, richtig. H für HH, also Havle. WI für Wiel, das ist der Ort, wo wir damals waren, also Wiel-Sirnach in Kanton St. Gallen. Und Do, das müsste eigentlich Herr Dörflinger heißen, also man konnte ja nicht Havido sagen. Damals hat der Herr Dörflinger eben dieses Logo gegründet, das Havido. Ah, deswegen. Okay, gut. Wunderbar. Und eigentlich ist das nur entstanden, weil wir diese Ventile eben weltweit verkaufen und wir dürfen die nicht als Havle verkaufen, weil die weltweiten Organisationen, die stehen unter Havle Deutschland oder Havle Österreich und die Schweiz ist eigentlich nur in der Schweiz tätig, außer mit Havido, da sind wir auch im Export tätig. Ah, alles klar, okay. Und was, ich habe schon gesagt, du bist ja Exportmanager, Export-Sales-Manager. Was genau machst du heute da bei der Havido? Ja, das ist ganz ein spannender Beruf oder Job, wenn man so sagen will. Das ist richtig spannend. Das ist nicht nur bestehende Kunden betreuen, sondern es ist auch neue Märkte zu eröffnen. Also wir versuchen, in neue Märkte reinzukommen mit unserem Produkt. Und da fangen wir von null an. Und das ist eben schön, auf der grünen Wiese aufzubauen. Und dann, das hilft richtig, weil wie soll ich sagen, da kann man sich richtig entfalten. Da kann man wirklich walten und versuchen, neue Wege zu gehen. Und erstmal ist nicht jemand da, wo mir sagt, schau, wir wollen sie so haben, sondern es ist jemand da, wo sagt, hey, wir brauchen neue Märkte, wir wollen weltweit stärker werden, wir wollen das pushen, dieses Produkt, mach mal. Und das ist schon ganz eine andere Art von Job, so dass man wirklich sagen kann, da kann man Fantasie und Können und Wissen und alles reintun als Rezept und wirklich versuchen, dann neue Jobs, neue Märkte aufzumachen. Und das ist schon schön.
weil es gibt natürlich neue Märkte, heißt auch neue Produkte. Die Produkte, die wir in Europa brauchen, die sind in Amerika anders oder in England und so weiter. Die haben ganz andere Flange, ganz andere Maße und so weiter. Und das heißt eben auch Marketing, das heißt Entwicklung, das heißt Pricing. Also da ist man jedem Fach eigentlich mit involviert und das ist wirklich spannend. Also. Okay, das scheint dich irgendwie zu begeistern, glaube ich, oder? Ja, sehr. Ja, super. Und du bist ja da von der Fondroll gekommen, jetzt auch zu Havido. Klar, das war dann auch dein ehemaliger Vorgesetzter, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Wo dich dann mitgenommen hat, sozusagen. Und gleichzeitig ist... Ein bisschen vorher weg, bisschen aber vorher. Ja. Wann haben die Gespräche dann halt wieder stattgefunden und er brauchte unbedingt mal jemand, der ein bisschen Auslanderfahrung hat und ich sage jetzt nicht unbedingt ein Sprachtalent, das bin ich sicher nicht, also ich kann nicht irgendwo etwas lesen, dann weiß ich das, aber ich schlage mich auf Französisch und Englisch und Italienisch eben durch und das hilft natürlich enorm. Okay, sehr, sehr gut. Und mit welchen Themen, mit welchen Herausforderungen warst du da am Anfang konfrontiert? Weil du hast ja, glaube ich, vorher nicht unbedingt den Export betreut, glaube ich, oder? Ja, nie eigentlich. Eben. Nie, das ist das erste Mal. Und das ist, wie fange ich den Job an? Was mache ich? Neue Märkte ist sehr wohl schnell auf Papier gebracht, aber gemacht ist es eben nicht so schnell. Und wo fange ich an? Welche Kunden gehe ich an? Mögliche potenzielle Kunden. Und dann die Challenge ist natürlich die Sprache, weil so Smalltalk ist natürlich sehr schnell gemacht. Aber wenn es ums Technische geht und an unser Produkt, das ist diese Kontroll-Valves oder diese Regelventile, die sind wirklich technisch sehr hochstehend. Und da musste ich eigentlich jedes Teil in vier Sprachen lernen, also auf Italienisch, Französisch, Englisch und Deutsch sowieso. Und dann eben das auch den Kunden dann auch so rüberzubringen, dass unsere Qualität eben top ist, weil man sagt, ja, wenn man da hinkommt und sagt, ja, wir bieten Regelventile an, ja, das bieten halt 100 andere auch an. Und da muss man schon auch den Mehrwert rüberbringen und das war richtig challenge-mäßig. Also ist immer noch, ich habe ja erst angefangen, ich bin ja erst 7 Monate dabei. So. Ja, ja. Aber was würdest du jetzt als den Mehrwert von euren Regelventilen beschreiben? Was ist das? Ja, wir haben eine sehr hochstehende Qualität. Also das ist sowieso, wie man es in Deutschland, Österreich und eben der Schweiz von Havle kennt. Diese Armaturen sind qualitativ einfach Welten von anderen Armaturen weit weg. Und es ist eben nicht ganz einfach, diesen Mehrwert drüber zu bringen, weil wir sind ja nicht der Erfinder von dieser Regelventile. Und der Erfinder ist heute immer noch Marktführer und Benchmark, das ist ganz klar. Aber wir versuchen, wir haben uns entwickelt und wir haben sehr, sehr hohe qualitative Details. Machen wir anders, zum Beispiel das ganze Innenleben ist alles aus Edelstahl, also Inox gemacht, also wir sind punkto Korrosion, Lebensdauer und Funktionalität dieser Ventile sehr, sehr weit, aber das muss man halt bekannt machen, das ist halt nicht so einfach, also das ist in Bosnien oder in Polen oder in Tschechien oder in England oder in Holland oder in Italien auch nicht immer einfach, weil halt immer der Preis Vorrang hat. Und Qualität hat seinen Preis, das kennen wir von der Hilti auch. Aber man kann es eben verkaufen, wenn man nicht nur über den Preis spricht, sondern eben über die technischen Mehrwerte, die diese Ventile bringen in der Zeit, im Leben. Ja, ja. Und wer hat eigentlich, Entschuldigung, jetzt habe ich. Was hast du gesagt? Ja, so in der Lebensdauer der Produkte natürlich, das ist klar. Okay. Du hast eben vorhin gesagt, ihr habt das nicht erfunden. Wer ist denn der Erfinder der Regelventile? Der Erfinder ist die Firma Clayton in Kalifornien. Die sind bekannt als Claval-Ventile, die sind sehr gut. Das ist das schlägt keine Geiß weg, das ist einfach so.
die haben diese Ventile erfunden und die machen natürlich weit größeren Range als wir. Also die haben größere Dimensionen, die machen höhere Drücke oder die machen auch Ventile für die Regulierung von anderen Flüssigkeiten wie Benzin, Petrol, solche Sachen. Wir sind eigentlich rein nur im Trinkwasserbereich tätig und das versuchen wir gut zu machen. Wir können aber immer noch besser werden, das ist ganz klar. Okay. Und wo produziert ihr? Wir produzieren in Sirnach, bei Wiel, also bei St. Gallen. Also die ganzen Ventile, die Gusskörper, die kommen aus unserem Havle-Werk in Deutschland. Die Gießerei in Fürstenwalde, da kommen diese Gusskörper zu uns und dann wird alles beschichtet und zusammengestellt und montiert und getestet auf 100% und dann natürlich auch mit Wasserdruck und danach wird es dann ausgeliefert weltweit von uns aus. Okay, und wie groß seid ihr eigentlich? Wie viele Mitarbeitende habt ihr in der Schweiz? Wir haben aktuell 96 Mitarbeiter, inklusive Verkauf und Logistik und alles, was so eine Firma braucht natürlich. Ja, wir sind sehr stolz. Wir haben seit fünf Jahren ein neues Werk gebaut, ein modernes Werk und das hilft natürlich auch noch weiter. Und ja, wir feiern heuer im September das 50-jährige Bestehen der Firma Havle Schweiz. Okay, sehr, sehr schön, super. Und wie unterstützt dich jetzt auch dein Unternehmen, damit auch du dein Potenzial da richtig so entfalten kannst? Du bist ja nur erst unter Anführungszeichen 7 Monate dabei. Aber was macht jetzt die Havido, damit du wirklich da ja voll dich entfalten kannst? Ja, ich muss sagen, ich habe da ziemlich viele Freiheiten, was eben Strategie anbelangt oder wie man da vorgehen soll. Das nehme ich halt aus meiner Erfahrung mit, jetzt fast 40, sage jetzt 36-jährige Arbeitserfahrung mit. Und ich habe halt zwei Chefs, eben der CEO Ivan Heuberger und der Betriebsleiter Rolf Kreis. Die sind beide wirklich, wie soll ich sagen, flexibel und auch begierig, neue Wege zu gehen und etwas auszuprobieren und nicht stehen zu bleiben. Und das ist natürlich schön, weil sie investieren natürlich einen Haufen Geld. Also das heißt, neue Märkte heißt ja nicht gleich, ja, ich gehe mit dem Produkt dahin, zeige es ein paar Mal und dann verkaufen wir tonnenweise. So ist es eben nicht. Neue Märkte heißt eben neue Produkte entwickeln und das heißt auch viel Geld investieren. Und die Firma ist und will natürlich das machen und auch Geld investieren und das ist eben schön. Also man wird nicht gebremst irgendwie von der Firma. Ja, volle Unterstützung von allen eigentlich. Super, das klingt gut. Wenn das jetzt jemand hört und sagt, Mensch, das ist genau so ein Unternehmen da, das suche ich eigentlich noch und ich komme jetzt auch aus dem Umfeld sanitär und ich glaube, ich würde mich da gerne auch engagieren. Was rätst du jemand, der sich jetzt auch für eine Stelle bei euch interessiert, sagen wir mal, auch im ähnlichen Verkaufsumfeld, technischen Verkauf? Ja, ich sag mal, er muss sicher flexibel sein, wissensbegierig, reiselustig sein und Menschen gern haben. Ich sage immer, jemand, wo im Verkauf arbeitet, muss einfach Menschen gern haben. Das ist noch viel besser als irgendein Uni-Abschluss oder sonst irgendwas. Wenn er dann ein technisches Background hat und dann noch irgendwie kaufmännisch auch nicht gerade auf der Nase gefallen ist und eben diese Wissensbegierigkeit und das Durchbeißen einfach mal nicht aufzugeben, dann ist das der richtige Mann. Ja, das ist das, was man ungefähr mitnehmen sollte und das wäre gut, ja. Okay, sehr, sehr gut, wunderbar. Super, jetzt habe ich noch ein paar Fragen noch an dich als Person und zwar würdest du sagen, kannst du heute wirklich jeden Tag das machen, was du am liebsten machst und auch am besten kannst? Ja, das wäre fast übertrieben. Wenn man das wollte, dann wäre das schön irgendwann jeden Tag am See baden und so. Nein, es ist klar, es gibt natürlich auch bei uns gewisse Leitplanken, die muss man auch einhalten. Das ist auch bei jeder Firma so. Es gibt Regeln, das ist klar. Aber beruflich kann ich schon sagen, dass ich ziemlich Freiheiten habe, das meinen Beruf auszuüben. Das macht schon viel und viel Spaß dabei, ja, genau. Okay,
Sehr schön. Wunderbar, super. Jetzt eine kleine philosophische Frage. Und zwar, was würdest du als dein Warum bezeichnen? Also warum hast du das Gefühl, bist du hier auf diesem Planeten? Was würdest du auch vielleicht als deine Berufung oder vielleicht auch als Bestimmung beschreiben wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Mit dem beschäftigt sich wahrscheinlich jeder. Ich bin der Meinung, also ich bin nicht so esoterisch geprägt, aber ich bin der Meinung, dass jeder Mensch irgendeine Aufgabe hat, wahrscheinlich auf dieser Welt. Meine Aufgabe weiß ich nicht, aber ich habe immer den Drang, jemandem helfen zu wollen. Also ich habe immer diesen Drang, Firmen oder Kunden helfen zu wollen, einfach damit sie besser arbeiten können, effektiver arbeiten können und problemfreier irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, alles meine Lebenserfahrung als armer, sage ich jetzt mal, Zweitgenerationen-Typ, der schlecht in der Schule war und trotzdem heute einen guten Lebensstandard führen kann, denke ich eben, das kann eigentlich jeder, wenn ein eben amerikanischer Traum mit harter Arbeit und Durchhaltewille, kann man sich das erarbeiten. Und ich habe das gemacht, ich habe es auch irgendwo geschafft. Ich bin noch lange nicht am Ende, das ist einfach so, das ist klar. Ich bin auch gespannt, was alles auf mich zukommt. Aber ich denke, ich habe einfach diesen Drang, immer Probleme zu lösen, auch für andere. Also, das ist wahrscheinlich meine Aufgabe irgendwo. Okay, sehr, sehr schön, wunderbar, perfekt, sehr, sehr gut. Jetzt gibt es irgendetwas, wo du da vielleicht, wenn wir eine kleine Zeitreise machen würden, wo du dem 20-jährigen Massimo mit all deinem Wissen von heute noch gerne auf den Weg gegeben hättest? Ja, der 20-jährige Massimo, das war ein Jahr nach der Lehre, also da habe ich wahrscheinlich ganz andere Interessen gehabt. Ich selbst würde heute nichts anderes machen, außer ich würde eher und vielleicht sogar vor 20 Jahren vor der Lehre in der Schule besser bei den Sprachen aufpassen, dann hätte ich heute nicht so Mühe mit Lernen. Also Sprache lernen, das wäre vielleicht das, was ich anders machen würde. Aber der 20-jährige Massimo, der war ein Jahr nach der Lehre, wir haben einfach sorglos. Und das war sicher schön, schöne Zeit. Wir haben ja das Glück, eigentlich in einer schönen Zeit leben zu dürfen, ohne Kriege, ohne größere Probleme. Wir haben auch einen sehr guten Wohlstand im deutschen Raum. Also wir können eigentlich uns glücklich bezeichnen der 20-jährige Massimo war einfach sorglos. Der hat einfach gelebt damals. Okay, sehr gut. Wunderbar. Gibt es auch irgendwelche Bücher, die dich vielleicht begeistert haben, wo du sagst, die kann ich auch gerne hier weiterempfehlen? Ja, ich habe zwei, drei Bücher. Der eine ist ein Buch, das heißt Good to Great von Jim Collins. Das haben wir eigentlich auf Englisch damals bekommen bei der Hilke auf Management-Basis. Um einfach zu begreifen, was heißt eigentlich gut sein, was heißt eben großartig werden. Das ist ein sehr guter Buch, was Managemententwicklung anbelangt. Oder die Mäusestrategie, das von Spencer Johnson, die ist eigentlich, zeigt immer wieder eben tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wenn man nicht tot ist, kann man gegen Strom schwimmen und andere Wege suchen und andere Wege finden. Der ist sehr gut, aber das kleine Buch, das mir wirklich damals, und das war, ich spreche jetzt vielleicht von 96, damals wirklich Mut zugesprochen hat, war, der Titel war Stroh im Kopf. Du hast, glaube ich, von der Vera Birkenbiel ist das. Ja. Birkenbiel, genau. Mhm. Das war eigentlich das kleine Buch, das mir gezeigt hat, auch du kannst lernen, also du bist nicht blöd, auch du kannst es, musst einfach vielleicht mehr arbeiten als die anderen. Du musst einfach mehr machen, weil du ein gewisses Defizit aus der Schule mitnimmst. Und das war eigentlich das Buch, das ich auch jedem empfehlen würde. So kann man eigentlich ganz einfach Sachen lernen oder Namen behalten. Und so punktet man natürlich auch extrem bei den Kunden. Also wenn
die Kunden immer bei Namen, wenn man sie sieht, bei Namen nennt, und dann freuen sie sich gewaltig, oder wenn man sie nicht einfach vergisst. Genau, sehr, sehr schön, wunderbar. Vielen Dank dafür. Jetzt, wenn das jemand hört und sagt, ich will gerne mal mit dem Massimo Kontakt aufnehmen, wie macht man das am einfachsten bei dir? Am einfachsten entweder über Social Media, LinkedIn, da sind die meine Daten hinterlegt, über E-Mail-Adresse m.galizioli@havre.ch zum Beispiel, oder eben über Handynummer, die ist auch hinterlegt. Da kann man mit mir Kontakt aufnehmen, auf jeden Fall. Okay, super. Also am einfachsten wahrscheinlich über LinkedIn und deine E-Mail-Adresse, sagst du? Ja, am besten. Okay, super. So, ja. Genau. Wunderbar. Massimo, herzlichen Dank und ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und vielen Dank, dass du hier warst. Ja, vielen Dank, Christoph, für diesen Interview. Ich habe mich sehr gefreut, auch dich wieder mal zu sehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Du hast noch einige wertvolle Anregungen? Du willst mit meinen Gästen in Kontakt treten? Du suchst noch deine Berufung? Du willst einfach einen Job haben, der deinen Fähigkeiten wirklich gerecht wird? Dann freue ich mich sehr über deine Kontaktaufnahme auf berufspodcast.com. Servus und bis bald. Dein Christoph.